Hallo liebe Leute, da bin ich wieder und ich habe eine Testtaste gedrückt. Okay. Es tut mir leid wegen gestern. Wie gesagt, es kam mein Mitbewohner rein und ich musste überraschend abbrechen, weil er wollte auch einfach nicht gehen. Und ich hatte dann vollkommen den Faden verloren und alles war irgendwie blöd. Gut, ich suche mal jetzt einfach den Dorfältesten. Ja, gut, tauschen wollen. Du hast nichts, kein Handel, bla. Stimmt ja, die wollten ja immer so ein komisches Zeug tauschen und ich habe zwar vergessen, was ich suche, aber vielleicht weiß es der. Okay, das klang auch nicht so, als würde ich irgendeine Powerwaffe gegen Lavos finden. Ja, vielleicht. Ich meine, gab es nicht noch einen anderen Dorfältesten? Habe ich das jetzt falsch im Kopf? Irgendwie läuft die Suche nicht so, wie ich das gerne hätte. Jetzt haben Stein gefunden, komisch angefühlt, weggeworfen. Kein süßes Wasser mehr. Das klingt eigentlich nicht so gut, was hier gerade abgeht. Naja. Denen ist allen kalt. Ja, anscheinend bin ich wieder mal zu blöd, um herauszufinden, was ich tun soll. Ich hasse solche Dinge. Es kostet mich nämlich ohne Ende Zeit. Aber der sieht so aus, als wüsste er es. Nein. Neues Objekt dort. Oh Gott, Schnee fällt. Ja, offensichtlich ist das Einzige, was hier wirklich ein Anhaltspunkt ist, dieses Tauschgeschäft. Ich spreche nochmal genau mit dem. 10-mal Rotblatt, Zahn, Horn, Feder. Ich denke, das ist das, was ich brauche. Diese. Ja, oh. Diese Rüstung. Und beim Jagdrevier. Offensichtlich ist das hier gerade, heutzutage sagt man Farmsache. Muss quasi, unendlich viele Gegner töten, nur um etwas zu bekommen. Aber was ist das hier oben? War ich hier schon mal? Bin langsam. Naruba. War ich hier? Klingt bekannt. Wow. Das hatte ich jetzt echt nicht vor. Ein Silberstein, okay. Vielleicht war das ja das, was ich gebraucht habe. Egal. Ich reiß jetzt nochmal einfach. Ich probiere jemand anderen. Auch Ayla war irgendwie, sag ich mal, eine Niete. Aber ich bin einfach zu dumm, um es hinzukriegen. Und, Timesprung. Zack, zack. Zack, zack. Reden wir mal mit Markus. Ich denke, Markus ist eine Person, die hat bestimmt Ahnung, um was ziemlich Mächtiges ist. Außerdem hat er sich ja am längsten damit beschäftigt, Lavos zu besiegen. Aussteigen. Ja, ich denke, Lavos ist wirklich eine klasse Idee. Da-da. Ach, der stand ja direkt hier vorne. Ach, Markus, nicht Lavos. Schwachköpfe sind. Gut, dann nehmen wir ihn einfach mal mit und fliegen zu diesem Versteck. Das sollte kein. Das klingt mal, sage ich mal, einfach. Ja. Dum, 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 dum. So, an der mittleren Ära. Wusch. Gut, da haben wir wieder dieses Zeitschloss. Es verfolgt uns hier noch. Wow, da ist ein Strudel im Sand. Der ist definitiv neu. Den kenne ich nämlich noch nicht. Das ist bestimmt im schlimmsten Fall ein Portal direkt zu Lavos. Probiere ich aus, sobald ich das blöde Schloss gefunden habe. Was haben wir denn hier? Oh, hier schon mal. Das sieht mir vollkommen fremd aus. Ey, es ist ja abartig. Landen wir mal. Nordruine.
ist das für eine Stadt? Wohnhaus, Laden, Café, Wohnhaus. Und es geht wahrscheinlich nur um diese Nordruine, aber egal, wir suchen erstmal den Palast. Dann muss ich ja hier irgendwo rumtreiben. Auf dem Berg kann man wahrscheinlich drauf gehen. Da wird er gefunden. Da kann ich nicht landen, also muss ich es hier angehen und oh, sie ist fort. Da man doch. Was zum. Ups. Ja, genial. Ja, wahrscheinlich gibt es ja mal wieder unendlich viele Fallen. Wir kennen ja schon Konstruktion von Ozzy. Damals im Margo-Schloss war es ehrlich gesagt nach. Jetzt wollte ich auch schon sagen, nervtötend. Das steht ja auch da. Wir werden um Gnase winnen. Flair. Oh Gott, die schon wieder. Na. Oder der. Oh Gott, ein Bosskampf. Gut, Flair plus. Erstmal Chrono. Okay, sie ist nicht so stark. Ich denke, der Kampf ist schaffbar. Mit der wische ich jetzt mal ordentlich den Boden auf. Oder sie ist wieder nur so eine dreckige Illusion. Das kennen wir ja auch schon. Wäre ja auch nichts Neues, würde ich jetzt mal sagen. Ja, und ordentlichen Schaden reingedrückt. Zack. Ich hätte natürlich einmal heilen sollen, aber waren die schon voll geheilt? Males Magie sagt eigentlich nee. Das. Egal. Und diese Flammen, die genau die Form eines Herzens gehen. Oh. Hat mich schon wirklich beim ersten Mal. Probieren wir das erstmal mit dem Zauber. Vielleicht bringt das mehr. Ja, es macht mehr Schaden. Dann probieren wir gleich Magus schreckliche Magie. Zorn, Zorn. Eis. Da, 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 da. Zack, zack. Na doch. Und schon besiegt. Oh, gehen. Aber es hat gute Erfahrungspunkte gebracht. Können wir das jetzt alle eine Stufe aufsteigen? Und jetzt geht es wahrscheinlich neben der nächste Ebene. Und ist wieder so sch. Na, da haben wir wieder unseren Ozzy. Und, ach Gottchen. Und er hat uns Gegner beschworen. Dam, dam. Die fallen. Wie blöd war das denn? Oh, vor allem, dass diese Kampfmusik gemacht hat. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich wieder Flair. Oder warte, er hat noch andere Freunde. Ja, ja. Kennen wir den? Hm. Okay. Ja, die gut, ich fand jetzt die andere nicht so stark, also probiere ich es gleich mit einmal heftiger Magie. Machen wir Feuerio. Und Eis, zack. Er merkt schon, wer hier eher der Magische ist und wer nicht. Oh Gott! Ey Leute, langweilt mich nicht. Ach, das ist Magie, reine Verschwendung, der ist doch eh gleich tot. Und tot.
Schöner Ort zum Leveln, muss man jetzt einfach mal sagen. Ich meine, wenn die immer 2000 Erfahrungspunkte bringen. Autsch. Gut. Wahrscheinlich fliehen die jetzt irgendwo hin. Jetzt gibt es hier so eine hübsche Zwischenebene. Nein. Falle. es ist irgendwie peinlich. Ether voll erhalten. Pff, jetzt habe ich es trotzdem bekommen. Aber jetzt kämpfen sie wahrscheinlich alle drei zusammen. Ossi Hose, Flea Weste, Schlitzer 2. Oh oh. Wieder diese besondere Kampfmusik. Gut, jetzt sind sie heftiger. Jetzt wird's auch mal Zeit. Gucken, ob die eine gemeinsame Konter besitzen. Ja, dachte ich mir schon. Okay. Mhm. Ja, gut. Oh Gott. Der kann noch so eine Dreier-Technik. Immer auf Chrono, ihr Schweine. Ah, jetzt ist Chrono tot. Ja, mit der beschleunigten Hass sollte das jetzt gleich in den Griff kommen. Was kommt das auch, eine Konter? Ja. Gut, man löst generell eine Konter aus. Das ist ja schon mal ein wichtiges Wissen. Jetzt belebe ich gleich erstmal Kraft auf sie, weil sonst fällt sie um. Zack, 700. Belebung. Yeah. Jetzt holen wir uns Chrono zurück. Na fuck. Nee, sehr schön. Chrono wieder ganz stabil machen. Ich hätte das mal einen Tonic voll auf ihn und hier geht es weiter mit der Hast. Und jetzt können wir mit der Tech mit Gruppenangriffen beginnen. Es wird ein anstrengender Kampf, weil ich ständig diese Dreierkonter provozieren muss. Aber vielleicht mache ich genug Schaden, dass bald der erste einfach umkippt. Und so stark ist die Dreierkonter ja nicht. Das sind eher die schlimmeren Dinge, weil die mehr Schaden machen. Nein, och. Jetzt bringen sie den nächsten um. Anscheinend immer, wenn man ein gewisses Maß an Leben unterschreitet. Na, doch nicht. Ja, das war blöd von dir, Gegner. Ach Gott, tut mir leid, aber ich habe gerade mal wieder Bäh im Hals. Na, vielleicht kriegt die jetzt noch schnell tot. Zack. Nein. Ja, auch zu schön gewesen, wenn die jetzt gleich sterben. Sieht so aus, als ob ich mitten in diesem Kampf aufhören müsste. Das ist lästig, aber leider wahr. Ach ja. Ja. Der Auslöser des Kampfes kriegt quasi von jedem eine Konter ab. Ich verstehe. Das macht die Sache schwieriger. Anscheinend sind Gruppenangriffe doch nicht. Was war das denn? Nein! Oh, ich Idiot! Egal, jetzt erstmal Pause. Bis zum nächsten Mal. Euer Dark Kuru.